einen wunderschönen guten Morgen zu unserem Online-Gottesdienst heute. Ich hoffe, dass viele von euch gemeinsam irgendwo sitzen. Wir haben ja das Konzept mit den Hauskirchen bei uns eingeführt, dass man sich gemeinsam trifft, um den Gottesdienst zu schauen. Und ich hoffe, dass da jetzt viele gemeinsam irgendwo sind, die möchten natürlich. Aber wie auch immer, schön, dass ihr dabei seid. Falls ihr aber sagt, für nächste Woche, für den nächsten Sonntag, fände ich das eigentlich schön, gemeinsam mit anderen den Gottesdienst anzuschauen. Ganz herzliche Einladung dazu. Ihr könnt auf unsere Webseite gehen, etg-speichingen.de. Und genau, da die Infos, da stehen die Infos drauf, wie das läuft mit den Hauskirchen, wo ihr euch da anmelden könnt, damit die Gastgeber wissen, dass ihr kommt. Und genau, dann habt ihr die Chance, wenn ihr möchtet, nächste Woche gemeinsam in verschiedenen Gruppen, an verschiedenen Orten, ob Tuttlingen, Denkingen, Speichingen, gemeinsam Gottesdienst zu schauen. Bevor wir jetzt in den Gottesdienst starten, möchte ich noch beten. Dann starten wir mit dem ersten Lied und dann kommen wir zur Predigt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du gut bist, dass du einen guten Plan für unser Leben hast. Ich danke dir, dass du es gut meinst mit uns und dass du uns dein Wort gegeben hast, auf das wir bauen, auf das wir unser Leben bauen dürfen. Und ich bete, dass du uns offene Ohren, offene Herzen schenkst für das, was du für uns hast. Segne uns diesen Gottesdienst in Jesu Namen. Amen. Aufruf zur Rebellion. Warum dieser Titel für eine Predigt über Ehe, wird sich vielleicht der ein oder andere gefragt haben. Naja, zum einen dachte ich mir, ich will so ein bisschen Spannung erzeugen, ich will so ein bisschen mal was anderes machen. Ich glaube, es gab noch nicht so viele Predigten zu diesem Thema mit so einem Titel. Aber der andere Grund, warum ich diesen Titel gewählt habe, ist der, dass wir in einer Zeit leben, in der, glaube ich, oftmals Gottes Prinzipien für verschiedene Dinge in unserem Leben, zum Beispiel auch für die Ehe, nicht mehr unbedingt modern sind, sondern dass wir in der Gesellschaft, aber nicht nur außerhalb von Gemeinden, sondern leider auch oft bei Christen sehen, dass, ja, dass wir manche von Gottes Prinzipien in Frage stellen oder außer Acht lassen. Und es ist leider mehr und mehr Normalzustand geworden. Und ich glaube, wir brauchen so ein bisschen eine positive Rebellion hin dazu, dass wir sagen, hey, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen wirklich uns aufs Wort Gottes stellen und rebellieren gegen die Situation, die wir leider oft haben, dass, ja, dass Ehen einfach kaputt gehen in diesem Bereich, dass Ehen einfach auf keiner guten Grundlage stehen. Und deswegen ist dieser Aufruf zur Rebellion als was Positives gemeint. Lasst uns
gegen das Negative rebellieren, indem wir uns aufs Positive stellen. Das zu dem Thema und eine andere Frage, die sich vielleicht manche von euch gerade stellen, ist, warte mal, Thema Ehe und jetzt steht der Single da und predigt über Ehe. Und das ist ja eine absolut nachvollziehbare Frage oder eine Verwunderung, die da sein kann. Und ich habe mir da im Vorfeld auch Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, ein Punkt, den ich bringen könnte, wäre zu sagen, naja, Jesus war nie verheiratet und der hat viel über Ehe gesagt. Auch Paulus, von dessen Brief an die Epheser wir heute was hören, in dieser Predigtreihe, wie wir gerade sind, auch der war nicht verheiratet und hat viel über Ehe gesagt. Und auch wenn ich mich jetzt nicht mit den beiden vergleichen will, bin ich doch zumindest als Single in guter Gesellschaft. Und die Tatsache ist, dass Gottes Geist ja in jedem Menschen wirkt, der mit ihm unterwegs ist, und dass derselbe Geist eben auch, ja, denke ich, mich und jeden Prediger auf dieser Welt dazu veranlagt, über verschiedene Dinge zu reden. Und ich könnte auch sagen, dass das ein persönliches Thema für mich ist, weil ich leider in meinem Umfeld auch Ehen mitbekommen habe, die eben nicht gut gelaufen sind, die geschieden wurden oder vielleicht im Moment auch kurz vor der Trennung stehen. Deswegen ist es für mich auch wirklich ein persönliches Anliegen. Aber ich glaube, der Punkt, auf den ich mich am meisten stelle und wirklich der Grund, warum ich sage, ich fühle mich wirklich fähig, hier zu stehen und ich kann selbstbewusst hier stehen und euch was über Ehe sagen, ist, weil ich eben nicht aus meiner eigenen Weisheit rede oder reden will, sondern mich wirklich aufs Wort Gottes stellen will. Weil meine menschliche Weisheit ist begrenzt, aber das Wort Gottes steht über allem. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass ich gar keine Vorerfahrung habe und gar keine Prägung, die ich mit einbringen kann. Ja, und es gibt ja viele, viele gute, natürlich sehr, sehr gute Predigten über Ehe von verheirateten Leuten. Und ich will gar nicht sagen, dass es besser ist, wenn ich das mache, aber ich sage, vielleicht ist es mal eine gute Ergänzung, wenn es mal jemand aus diesem Blickwinkel heraus betrachtet. Denn auch ich habe die Hoffnung, mal zu heiraten, und deswegen habe ich mich schon mit diesem Thema auseinandergesetzt und eben kann das nur von der Bibel her machen. Und deswegen, ja, hoffe ich, dass ich euch heute auch was Gutes dazu zu sagen habe. Und gerade dieser Punkt ist der erste, den ich auch machen will, aufs Wort Gottes zu hören. Denn wir lesen in der Bibel, wo Jesus selbst sagt, in Matthäus Kapitel 7, ab Vers 24, jeder, der meine Worte hört und danach handelt, gleicht einem klugen Mann oder einer klugen Frau, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Deswegen ist es so wichtig, wirklich auf Gottes Wort zu hören und nicht auf menschliche Weisheiten. Weil wenn wir auf Gottes Wort uns stellen, auf sein Wort, dann werden wir stabile Leben bauen, auch stabile Ehen bauen. Und einen wichtigen Punkt, den ich hier machen will bei diesem Text, ist der, dass Jesus sagt, jeder, der auf meine Worte hört und danach handelt. Er sagt hier nicht, wer auf meine Worte hört. Er redet hier zu Christen, er redet hier zu seinen Nachfolgern. Er redet nicht zu den Menschen, die sich gar nicht für Gott interessieren. Nein, er redet zu uns. Und er sagt, Leute, es ist so wichtig, dass ihr nicht nur hört, dass ihr nicht nur denkt, naja, ich weiß ja die ganzen Sachen. Nein, ihr müsst es auch im Leben umsetzen. Wenn ihr es nicht umsetzt, dann seid ihr, wie im zweiten Teil dieses Beispiels beschrieben, wer es kennt, der weiß, da erklärt Jesus den Mann, der auf Sand baut. Und er sagt, wer auf meine Worte hört und nicht danach handelt, der ist wie ein Mann, der auf Sand baut. Das heißt, wir können Woche für Woche in Gottesdiensten sitzen und Predigten hören. Wenn wir es nicht umsetzen, bringt es leider gar nichts. Deswegen lasst uns wirklich schauen und uns überprüfen, auch gegenseitig gemeinsam da unterwegs sein, uns ermutigen und ermahnen, wirklich am Wort Gottes festzuhalten. Und da möchte ich jetzt den Abschnitt für heute vorlesen aus Epheser 5, die Verse 21 bis 33. Da heißt es, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat.
Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht. Mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Dieses Thema, dieser Text sprengt natürlich den Rahmen, der mir heute hier zur Verfügung steht, aber selbst in einer langen Predigt könnte ich da nicht auf alles eingehen. Aber ich will ein paar wichtige Punkte ansprechen. Ich habe in der Vorbereitung mir viele, viele Gedanken gemacht und mich vielen Themen reingelesen und quergelesen. Aber so ein paar ganz grundlegende Sachen, auf die will ich jetzt eingehen in Bezug auf diesen Text. Das allererste ist die Grundlage. In Vers 21 heißt es, ordnet euch einander unter. Alles, was in den folgenden Versen gesagt und geschrieben wird, ist in diesem Kontext, dass wir uns einander unterordnen sollen. Und Unterordnung bei Männern und Frauen hat unterschiedliche Formen. Das kann anders aussehen. Aber es geht um dasselbe. Es geht darum, dass wir uns gegenseitig unterordnen sollen, anders ausgedrückt den anderen höher achten sollen als uns selbst. Das ist mir ganz wichtig als erster Punkt, dass es um eine gegenseitige Unterordnung hier geht. Und der zweite Punkt, den ich machen will, ist, was ist denn das Ziel eigentlich von diesem Text? Was ist denn das Ziel des Wortes Gottes allgemein? In diesem Kontext hier geht es darum, dass Gott uns im Endeffekt einen Weg zeigen will, wie wir zu einem guten, erfüllten Eheleben kommen. Zu einem Eheleben nach seinem Herzen. Und dazu sind diese Prinzipien da. Und wie krass, wie schön, wenn Ehepartner so miteinander leben, wie es hier beschrieben wird. Ich glaube, dass da wunderbare Ehen bei rauskommen. Denn nochmal, auf diesen Punkt zu kommen, mit dem sich gegenseitig höher achten. Was passiert denn, wenn immer einer den anderen höher achtet und der andere dasselbe macht und man sich so gegenseitig nach oben bewegt? Ja, man bringt sich gegenseitig nach oben, man hebt sich gegenseitig auf, wenn man das wirklich durchweg durchzieht. Und das ist doch was Wunderbares, oder, für die Ehe, wo ich mir denke, wow, ich bin noch nicht verheiratet, aber ich stelle mir das wunderschön vor, so Gottes Prinzipien anzuwenden und zu sagen, ja, so will ich auch mal meine Ehe führen. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und jetzt wird es so ein bisschen tricky, weil es geht um die unterschiedlichen Rollen in der Ehe. Und ich glaube, da ist in der Vergangenheit viel, viel falsch gelaufen, auch bei Christen. Vor allem, glaube ich, sogar bei Christen, weil ich glaube, diese Textstelle hier oftmals missbraucht wurde. Ganz wichtig, unterschiedliche Rollen haben nichts mit der Wertigkeit zu tun. Nichts mit der Wertigkeit zu tun. Wir als Männer und Frauen sind absolut gleichwertig in Gottes Augen. Das ist ganz wichtig. Aber ich glaube, und so lese ich das aus der Bibel raus, wir als Männer und Frauen sind unterschiedlich gestrickt. Wir haben unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Schwächen und unterschiedliche Bedürfnisse. Ein Punkt, wo das rauskommt, ist in Vers 33, wo es eben heißt, jeder soll seine Frau lieben, so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Ich glaube, in uns Männern steckt es tendenziell mehr drin, dass wir ja wirklich Respekt uns wünschen und brauchen irgendwo. Das heißt jetzt gar nicht, dass das alles nur 100% und 0% ist, aber ich glaube, schwerpunktmäßig, ja, haben wir Männer irgendwo diesen Wunsch, danach wirklich respektiert zu werden. Und ich glaube, bei Frauen, wie gesagt, das kann ich nur aus der Bibel so rauslesen, da bin ich ja offensichtlich kein Experte, aber ich glaube, da geht es vor allem darum, geliebt zu werden. Ja, wie gesagt, das ist keine 100%ige Verteilung, aber ich glaube, schwerpunktmäßig sehen wir das in der Bibel, so wie ich das Wort Gottes verstehe.
Und entsprechend haben wir diese Bedürfnisse. Und eben in dieser Rolle, wie wir es in diesem Text gelesen haben, ist auch der Mann als das Haupt, als der Verantwortliche eingesetzt von Gott. Das ist seine Rolle. Wiederum hat nichts mit Wertigkeit zu tun. Aber das sehen wir, finde ich, schon am Anfang der Bibel in Genesis, beim Sündenfall, wo die Schlange Eva, der Frau, die Frucht gibt und sie gibt es dann den Mann weiter. Da könnte man jetzt ja sagen, naja, die Frau war ja die, die zuerst gefallen ist. Aber was macht Gott? Er ruft zuerst nach Adam. Er ruft nach Adam und er stellt ihn erstmal zur Rede, weil er sagt, hey, du bist verantwortlich. Und in der Bibel, im Rest der Bibel, wenn es darum geht, wie die Sünde in die Welt gekommen ist, zum Beispiel auch, da wird in der Regel immer von Adam geredet, vom ersten Menschen, dass er verantwortlich ist, weil er eben in diesem Moment seiner Verantwortung nicht nachgekommen ist als Mann. Ja. Und so sehe ich das aus der Bibel eben raus, dass wir als Männer eben diese Rolle der Verantwortung bekommen haben als Haupt der Familie. Und das ist eine große Verantwortung, dazu kommen wir später noch. Der nächste Punkt, der mir ganz wichtig ist, der geht in eine ähnliche Richtung. Unterordnung muss aus einer Position der Stärke passieren, aus einer Position der Freiheit und der Freiwilligkeit. Wenn ein Mann seine Frau unterdrückt und sie zwingt, sich unterzuordnen, dann ist es keine Unterordnung, das ist Unterdrückung. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die in der, ja, leider auch in der christlichen Welt ganz, ganz oft falsch lief, dass wir Männer dachten, wir müssen diejenigen sein, die dafür sorgen, dass sich unsere Frauen unterordnen. Das ist absolut falsch. Tatsächlich muss Unterordnung freiwillig passieren. Ich kann mich ja nur selbstständig unterordnen, wenn ich auch die Wahl dazu habe. Und was in diesem Kontext auch ganz wichtig ist, und das ist mein nächster Punkt, ist die Frage, wer wird denn angesprochen in diesem Text? Wenn da steht, ihr Frauen, dann bezieht sich diese Stelle auf ihr Frauen, auf die Frauen. Dann dürfen wir Männer nicht hingehen und sagen, aha, guck mal, was da steht. Guck mal, dass du dich mir gefälligst unterordnest. Genauso, auf der anderen Seite sollen die Frauen auch nicht zu uns Männern gehen und sagen, ah, da guck mal, ihr Männer sollt Folgendes tun. Sondern wir Männer, wir sollen auf das schauen, was für uns da steht und uns damit auseinandersetzen. Und wenn ihr versteht, was da von uns gefordert ist, dann werdet ihr merken, dass wir einen richtig, richtig hohen Maßstab an uns angelegt bekommen, wir Männer. Und genauso sollen die Frauen auf ihren Teil schauen und jeder soll an sich arbeiten. Ein Football-Coach, ein sehr, sehr erfolgreicher, der hat als Motto, do your job, mach deinen Job. Und dieses Team ist sehr, sehr erfolgreich, weil er eben sagt, so, hey, wenn du eine Aufgabe von mir kriegst, dann guck nicht, was links und rechts von dir los ist, auch wenn du da vielleicht weißt, du denkst, du kannst es besser. Mach du deinen Job. Und wenn jeder seinen Job macht, dann sind wir erfolgreich. Und so ist es hier auch gemeint. Und was damit auch zusammenhängt, das ist der nächste Punkt, ist diese Gebote Gottes, diese Anweisungen hier, die sind bedingungslos. Es kann nicht so sein oder es soll nicht so sein, eben, dass wir einander sagen, ja, wenn meine Frau mal anfangen würde, sich unterzuordnen, dann würde ich sie auch lieben. Oder wenn mein Mann mal gescheit sich um mich kümmern würde, dann würde ich mich ihm auch unterordnen. Nein, diese Gebote, die stehen erstmal so, wie sie da stehen, eben für sich. Und wie sieht es jetzt ganz praktisch aus? Und da will ich jetzt erstmal auf uns Männer eingehen. Liebe Männer, wir haben da einen großen, großen, herausfordernden Auftrag. Wir lesen hier im Wort Gottes, dass wir die Frauen so lieben sollen, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Und ich finde es so nett von Paulus, sowieso übrigens nur für den Fall, dass ihr es vergessen habt, liebe Männer, Jesus hat seinen ganzen Körper, hat sein ganzes Leben für seine Gemeinde gegeben. Nur, dass ihr wisst, wo so der Maßstab angelegt wird an euch. Er hat sich selbst für sie hingegeben. Er hat sich mit allem hingegeben und genauso sollen wir als Männer uns für unsere Frauen hingeben. Mit allem, mit Körper, Seele und Geist. Wir sollen uns um sie kümmern, sollen sie pflegen, sollen dafür sorgen, dass es ihr gut geht, sollen ihr zuhören. Ja? Seelsorge, um die Seele sich sorgen, heißt zuhören, heißt ein offenes Ohr haben, heißt ihre Probleme verstehen. Und auch im Geist, wir sollen für sie beten, sollen für sie wirklich auch ringen, auf einer geistlichen Ebene. Also, liebe Männer, und ja, auch für mich gilt es jetzt schon natürlich in der Vorbereitung, wenn ich mal heirate, kümmere dich um deine Frau, pfleg sie körperlich und seelisch, bet für sie, achte auf sie. Und das ist jetzt so ein Moment, wo ich mir eben als Single denke,
da habe ich es ja eigentlich noch einfach, aber tatsächlich ist es ja so, dass ich mich jetzt schon vorbereiten will. Und auch da an alle Singles, die jetzt zuhören, dieser Prozess hier, der startet nicht oder der sollte nicht mit der Ehe starten, sondern fang jetzt schon an, danach zu streben, ein Mann und eine Frau Gottes zu sein und dich jetzt schon mit solchen Themen auseinanderzusetzen, damit du, wenn du in die Ehe gehst, du eben an diesem Punkt bist. Und ich bin der Meinung, wenn sich Männer so verhalten, beziehungsweise wenn auch Frauen ihren Teil beitragen, dann wird es dafür sorgen, dass es sich gegenseitig mehr und mehr bedingt. Ich glaube, wenn ein Mann seine Frau so liebt, wie ich es gerade beschrieben habe, dann wird es dieser Frau ein leichtes sein, sich ihm unterzuordnen. Dann wird es ein leichtes sein zu sagen, weißt du was, wir haben jetzt vielleicht in Bezug auf eine Sache unterschiedliche Ansichten und ich denke, wir sollten den Weg gehen oder den, sagst du. Und dann zu sagen, weißt du was, du meinst es gut mit dir, du Mann meinst es gut mit mir und ich vertraue dir und ich gehe mit dir mit, weil ich sehe, wie du für mich sorgst, weil ich sehe, wie du mich führst, weil ich sehe, wie sehr du mich liebst. Ja, dann bedingt es sich. Und ich glaube auf der anderen Seite auch, wenn eine Frau ihrem Mann den Platz einräumt, glaube ich, dass er mehr und mehr Verantwortung auch für sie übernehmen wird. Und dass er in seiner Liebe zu ihr mehr und mehr wachsen wird. Und das ist, glaube ich, eben der wichtige Punkt in Bezug auf die Frauen, dass dieses Unterordnen und sagen, hey, ja, du bist das Haupt der Familie, du bist das Haupt von uns beiden, dass die Frau wirklich auch da aktiv diesen Schritt macht und sagt, ja, ich räume dir diesen Platz frei. Denn was wäre denn die andere Option, wenn ein Mann sich diese Verantwortung, diese Rolle per Zwang nimmt und sagt, so, ich hau jetzt auf den Tisch und ich bin jetzt hier der Chef und jetzt wird getan, was ich sage. Ja, dann passiert es eben mit Zwang und dann sind wir wieder bei diesem Problem, das ich anfangs beschrieben habe, mit der Unterdrückung schon fast ein Stück weit. Ja, ich musste da so ein bisschen an Kinder denken. Ich war früher öfters auf Freizeiten und ne, in verschiedenen Zimmern oder in einem Zelt. Ging es dann irgendwie bei den Jungs oft drum, ja, wer ist denn jetzt so der Bestimmer, wer ist denn jetzt der Anführer? Ja? Und oft war es so, dass dann der Größte das gesagt hat, ich bin jetzt der Bestimmer oder der mit dem coolsten Fußballtrikot oder was auch immer, hat gesagt, ich bin jetzt der Bestimmer und dann wurde gesagt oder wurde gemacht, was er gesagt hat. Und wir anderen so ein bisschen, und ich war nämlich leider dann meistens nicht der Größte, da war es dann so ein bisschen, ja, okay, was soll man jetzt machen? Ne? Habe ich denn jetzt eine Wahl? Und so sollen wir als Männer eben, oder hoffentlich wollen wir auch als Männer so nicht handeln in der Ehe. Und eben dazu, glaube ich, ist es gut, ist es notwendig, wenn eine Frau sagt, weißt du was, ich räume dir diesen Platz ein, damit du dann da reingehst, damit du dann wirklich diese Verantwortung übernehmen kannst. Und so trägt jeder, Mann und Frau, seinen Teil dazu bei, dass wir wirklich zu dieser Einheit kommen in der Ehe, dass wir diese Ordnung Gottes verwirklichen und dass es wie so ein Ineinandergreifen ist von den verschiedenen Stärken, von den verschiedenen Bedürfnissen, die wir haben. Und dass wir wirklich wie so eine, ja, eben zu einer Einheit werden, in der wir wirklich aufeinander achten, auf die Dinge achten, die dem anderen wichtig sind. Und so können wir uns dann eben gegenseitig höher achten als den anderen und gegenseitig uns unterordnen. Und das führt wiederum zu dieser guten Situation, zu dieser erfüllten, ja, gottgewollten Ehe. Aber, und jetzt kommen wir zum Schluss nochmal zu einem unangenehmen Thema. Ich habe jetzt das Bild beschrieben, ja, wie ich so in der Bibel her sehe, wie Gott sich Ehe vorstellt. Dass wir unsere Rollen einnehmen. Aber was ist, wenn es jetzt in der Ehe gar nicht so gut läuft? Was ist, wenn es schwierig ist, wenn man starke Konflikte hat? Gilt das, was ich gesagt habe, mit diesen bedingungslosen Geboten noch immer? Ja, wenn mein Mann mich eben, dich als Frau nicht so sehr liebt, dass du sagst, ja, da kann ich mitgehen, oder dass du als Mann sagst, hey, diese Frau, boah, wie soll ich die lieben, so wie die sich verhält, oder ja, keine Ahnung, was da so los ist. Ich habe mich auch damit viel, viel, viel beschäftigt und Gespräche geführt und mich in die Bibel reingelesen im Vorfeld. Aber dazu müsste ich jetzt zum einen ein ganz großes neues Fass aufmachen, wo auch die Frage ist, ob ich da der Richtige zu bin. Aber vor allem sind es ganz, ganz viele individuelle Prozesse, die da ablaufen, wo man nicht pauschal drüber gehen kann und sagen kann, so und so läuft es immer ab. Sondern in diesem Kontext würde ich euch raten, nehmt Seelsorge in Anspruch als Paar, nehmt Therapie, ja, eine Paartherapie in Anspruch. Da will ich euch echt ermutigen und bitten, hey,
arbeitet an eurer Ehe, kämpft an eurer Ehe, seid da nicht zu stolz oder schämt euch nicht. Nein, das zeigt einfach nur, wie ernst ihr es meint und dass ihr wirklich, ja, eine gute Ehe führen wollt. Bitte geht diesen Weg. Und ja, vielleicht gibt es da Möglichkeiten auch, ob in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde. Schaut einfach danach. Ja, wenn ihr wollt, ich habe tatsächlich Kontakt, ich kann euch da ein paar Leute empfehlen. Wirklich bibeltreue Therapeuten und Seelsorger und Seelsorgerinnen, die dann einen guten Job machen, die wirklich durchs Wort Gottes euch durch so einen Prozess begleiten. Bitte macht es. Und ein anderer Punkt, den ich jetzt noch ansprechen will, ist, was ist, wenn es nicht nur schwierig ist, wenn es nicht nur charakterliche Schwächen sind oder so, sondern was, wenn wirklich Unterdrückung und Missbrauch und Gewalt in der Ehe passieren? Such dir Hilfe. Such dir Hilfe. Kämpf damit ja nicht allein. Glaub vor allem nicht, dass du da aus einer falschen Religiosität dich da unterordnen musst und sagen musst, ah, ich muss das jetzt schweigsam hinnehmen. Gott ist ein Gott, der das Leben liebt und das Leben bewahren will. Und such dir Menschen, die dir helfen. Such dir Menschen, mit denen du darüber reden kannst, um Himmels Willen. Und egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist, weil ja, auch Frauen können Männer unterdrücken. Das ist, mag nicht die Mehrheit sein, aber auch das kann passieren. Und auf keinen Fall darf da eine falsche Scham im Weg stehen, zu sagen, hey, ich kann mir da keine Hilfe suchen, weil ich als Mann, wie sieht denn das aus? Völlig egal, such dir bitte, bitte, bitte Hilfe. Komm auf jemanden zu. Es gibt auch Hotlines, wenn es wirklich mal krass aussieht. Und ja, ich bin mir bewusst, dass ich gerade vor allem zu Christen rede, aber ich wäre völlig ignorant, wenn ich denken würde, dass nicht auch in christlichen Ehen ganz viel schief laufen kann. Und den letzten Punkt, den ich machen will, da geht es genau um diese Sache. Ja, ich habe gerade gesagt, auch Frauen können diejenigen sein, die die Männer unterdrücken oder ihnen Gewalt antun. Aber ich glaube oftmals, ich glaube mehrheitlich, ist es schon der andere Weg, ist es schon andersrum, dass Männer diejenigen sind. Und uns Männern, und ich nehme mich da nicht raus, uns Männern will ich sagen, hey, lasst uns dafür sorgen, dass unsere Frau niemals, niemals in so eine Situation kommt, dass sie das Gefühl hat, dass sie unterdrückt wird, dass sie sich Hilfe suchen muss in dieser Form, dass sie Angst haben muss oder sonst irgendwas. Und lasst uns dafür sorgen, dass wir nicht mal in die Nähe davon kommen, sondern lasst uns dafür kämpfen, Männer nach dem Herzen Gottes zu sein. Denn ja, Gott hat uns in diese Verantwortung gestellt. Und ja, das ist ein richtig, richtig hoher Maßstab, der uns angelegt wird. Und lasst uns gemeinsam unterwegs sein, gemeinsam dafür kämpfen. Und deswegen brauchen wir einander. Wir Männer brauchen andere Männer. In den Sprüchen steht, so wie Eisen anderes Eisen schärft ein Mann den anderen. Und wir brauchen Männer, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind. Und ja, ich glaube, das bezieht sich auch auf die Frauen. Aber ich will jetzt bei uns Männern bleiben, weil wir von Gott in diese Verantwortung gebracht wurden. Und lasst uns danach streben, Männer nach dem Herzen Gottes zu sein. Gute Ehemänner zu sein, die ihm Ehre machen und die ihre Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Auf geht's, Männer. Ich bete noch. Großer Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dein gutes Wort, das du uns gegeben hast, damit wir ein gutes Leben haben werden. Und ja, es ist oft nicht einfach. Und ja, du hast uns kein einfaches Leben verheißen, aber ein erfülltes Leben, ein ewiges Leben, ewig im allumfassenden Sinn. Und ich bete, dass wir wirklich das, was du uns heute durch dein Wort gesagt hast, mitnehmen, dass wir echt unsere Herzen aufmachen dafür und vor allem, dass wir es umsetzen und auch darin wandeln. Dass wir nicht nur hören, sondern dass wir Täter deines Wortes werden. Herr Jesus, bitte hilf uns dabei, bitte schenk uns wirklich Leute an die Seite, die uns dabei helfen. Und Jesus, jetzt zum Schluss bete ich ganz besonders für alle Menschen, ob Mann oder Frau oder ob auch Kinder, die gerade in ihren Familien leiden, weil ihr Partner oder weil die Elternteile nicht ihren Job erfüllen und nicht nach deinen Prinzipien leben. Gott, ich bete, dass du sie bewahrst. Ich bete, dass du deine Hand über sie hältst und ich bete, dass da eine Umkehr stattfindet. Wir haben es gerade gehört von solchen Missbrauchsfällen, alles Mögliche, was da passiert. Gott, ich bete, dass du da reinkommst und ich bete, dass wir aufstehen, Frauen und vor allem auch Männer, die Verantwortung übernehmen und sagen, nein, das lasse ich nicht zu und ich kämpfe dagegen mit allem, was ich kann, mit allem, was ich habe. Mach aus uns solche Männer und Frauen, die wirklich eine geheiligte Ehe führen und die wirklich eine Ehe führen, die dir Ehre macht und die wirklich ja Leben bringt und Gutes tut. In
Jesu Namen. Amen. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin, um deinetwillen, Herr, leg ich alles vor dich hin. Das, was ich mir erträum, ist meine rechte Welt. Ich gebe alles ab für ein neues Leben. Du bist würdig, o Herr, aller Ehre, und mein Dank gehört nur dir allein. Und ich lebe durch dich, deine Gegenwart lässt mich dich anbeten. Jedes Lob, das ich bekam, gebe ich dir wieder hin. Denn es gibt nichts, was vergleichbar ist mit dir. Nur du allein bist würdig. Du allein bist würdig. Du bist würdig, oh. Thank you.
Deine Gegenwart lässt mich dich anbeten, Herr. Und du hörst auf jeden Ruf, der zu dir trägt. Immer gibst du, immer liebst du, du bleibst immer klein. Und aus deiner Hand kommt alles, was ich brauch. Ich gebe dir